auf dem Weg zur Firma vorbei am Checkpoint von Israel nach Ramallah. Frank Müller hat eine neue Niederlassung im palästinensischen Westjordanland. Es gibt Investoren, die sehen die Chancen, und es gibt eben natürlich Investoren, die mögen es eben auf dem Standardweg und ein bisschen komfortabel. Und wenn man hier die Chancen sieht, denke ich, dann kann einen das nicht abschrecken. Sperranlagen und Stacheldraht für den IT-Unternehmer kein Hindernis, in dieser Region zu investieren. Müller kennt Ramallah seit langem. Die Metropole im Westjordanland, die Wirtschaft wächst vor allem wegen ausländischer Hilfsgelder. Die israelische Besatzung macht echtes Wachstum fast unmöglich. Frank Müller betreibt hier ein internationales Callcenter mit 15 Mitarbeitern. Hi, this is Noah from the IT helpdesk. Sie sind alle ausgebildete IT-Fachkräfte. Streikt der Computer bei ihren Kunden in Deutschland, bekommen sie Hilfe von den jungen Palästinensern, 3000 Kilometer entfernt, auf Englisch oder Deutsch. Das ist einfach das, was man so generell mit der orientalischen Höflichkeit bezeichnet, wo unsere Mitarbeiter sehr gut sind. Einfach, die sind im Endanwender-Support, und das heißt, die haben täglich mit Menschen zu tun, die Probleme haben. Und da ist natürlich gut, wenn jemand freundlich ist, auf sie eingeht. Das beruhigt ja dann schon mal. Ja, dann fühlt man sich ernst genommen, das ist sehr gut. Ramallahs kleines Silicon Valley wächst stetig. Die Autonomiebehörde ist froh über jede private Investition. Asal Technologies ist einer der größten einheimischen IT-Dienstleister im Westjordanland. Ihr palästinensischer Chef Murat Taboub zählt mittlerweile Firmen wie Cisco, Intel und Volvo zu seinen Kunden. Doch während es im benachbarten Israel boomt, muss er gegen Vorurteile ankämpfen. Eines der größten Hindernisse bei der Entwicklung des IT-Sektors in Palästina ist das Marketing. Palästina ist weltweit bekannt als Land, in dem politische Unruhe und Probleme vorherrschen. Aber es wird nie als ein Ort angesehen, das der Welt Internettechnologien anbieten kann. Doch wir haben die Kompetenz, wir bieten gute Preise und wir sind fähig, mit internationalen Firmen umzugehen. Der Kontakt mit den Kunden in den USA oder Europa per E-Mail oder Videokonferenzen gehört zum Alltag. Jeder Auftrag ist wichtig, um sich gegen die noch günstigere Konkurrenz in Indien oder Osteuropa abzusetzen. Der IT-Sektor ist eine zukunftsträchtige Branche. Sie macht rund 7% des Bruttoinlandsproduktes aus. Wir hoffen, dass es bis 2020 rund 15% sein werden. Jedes Jahr machen etwa 2000 Studenten ihren Abschluss an den Universitäten in Gaza und dem Westjordanland. Sie alle können mit den neuesten Technologien bei der Programmierung umgehen. Zurück zu Frank Müller. Der deutsche Unternehmer kann sich inzwischen seine Mitarbeiter aus einer großen Anzahl von Bewerbern aussuchen. In gemeinsamen Seminaren werden alle auf den gleichen Stand gebracht. Hier ist unheimlich viel Potenzial. Also mit toll motivierten Leuten, super ausgebildet, Bildungsstand, mehrere Sprachen, eigentlich ein Schlaraffenland als Arbeitgeber, wenn man es mal so möchte. Ich denke, was passieren muss, ist, dass für deutsche Unternehmen, dass die Stereotypen, die durchaus dort herrschen, ja, dass die abgebaut werden. 50 bis 100 Arbeitsplätze will der Unternehmer in den nächsten 5 Jahren im Westjordanland schaffen. Ein Anfang und eine Chance für die junge IT-Branche in Ramallah.